Digitalisierung verändert unsere Welt und zeigt uns, wie wir in Zukunft leben wollen. Und bei dieser Zukunftsgestaltung müssen wir Frauen dabei haben. Dafür müssen wir eintreten, damit unsere Gesellschaft auch in Zukunft bunt bleibt. Wir haben in Deutschland nach wie vor noch eine zu geringe Erwerbstätigkeitsquote bei Frauen. Und das ist etwas, was wir ändern müssen, damit sich dann auch unsere Arbeitswelt positiv verändern kann, weil sich eben auch die Unternehmenskultur verändert. Für eine digitale Pole Position braucht es definitiv mehr Unternehmerinnen, weil wir haben nicht genug. Deswegen versuchen wir, Leitbilder zu schaffen, Unternehmerinnen, die anderen Unternehmerinnen Mut machen, die Digitalisierung als Chance zu sehen, einfach anzupacken. Ich glaube, dass die meisten Firmen begriffen haben, dass es ohne Frauen nicht geht, weil sie bringen, und das ist eine Frage, auch wahnsinnig viel mit, was man sowohl als Führungskraft braucht, als auch beispielsweise, wenn man ein Unternehmen gründet. Auch so das Thema Erfolg, über Erfolge zu sprechen, sie zu teilen. In Deutschland sind wir noch relativ zurückhaltend damit. Wir sehen immer gleich so, oh Gott, das ist alles defizitär, was müssen wir, worin müssen wir besser werden durch diesen Perfektionsanspruch. Aber ich glaube, wir müssen noch mehr lernen, über Erfolge zu sprechen, zu sagen, hey, das haben wir gut gemacht. Deswegen sitzen hier großartige Leute, die haben alle, finde ich, einen Preis gewonnen. Ja? Also ich fühle mich toll, weil ich gewonnen habe, weil eben meine ganze Arbeit auch so gewertschätzt wurde dadurch nochmal. Ich habe erreicht, ein neues Team aufzubauen bei mir in der Firma, was wir jetzt auch weiterführen werden. Und ich habe erreicht, Umsätze zu generieren, die ich vorher nicht hatte. Die zweite Auflage von Unternehmerinnen der Zukunft geht erfolgreich zu Ende. Uns ist es wichtig, Frauen zu motivieren und zu inspirieren, ihren Weg im digitalen Unternehmertum zu gehen und so neue Vorbilder zu schaffen.